Yo, meine Freunde, willkommen auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst doch Bescheid. Wir reagieren jetzt nochmal zu Samra und Arno. Augen überall. Produziert wurde das Ganze von Lukas Piano, der ja viele Sachen für Samra auch produziert. Und Cordy. Habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Songs der jetzt produziert. Aber auf jeden Fall wollte ich an der Stelle nochmal sagen, ich habe damals schon eine Reaction gemacht dazu. Das war, glaube ich, das zweite Video am Release Friday, was ich gemacht habe. Wurde gesperrt, so direkt, ohne dass ich es online hatte. Deswegen habe ich es, und Karten habe ich auch versucht, ging trotzdem nicht. Ich versuche es jetzt nochmal, wenn es dann nicht klappt, ist es so. Es ist jetzt nur nicht so diese komplette Reaction, so dass es mich komplett überrascht, weil ich habe den Song halt schon gehört. Bei Animus war das gleiche. Und wir gucken mal direkt rein. Den Beat finde ich auch geil. Er fängt hier jetzt ja auch geil ein, so einen epischen, typischen. Yeah. So, Arno, ich weiß nicht, wer es von euch weiß. Ich mache ja schon lange Unboxings zum Beispiel. Ich habe beide anonymen Alben, die bis jetzt rauskamen. Einmal Hannoveraner und Ultimate Hannoveraner war so, war gut, aber noch nicht so krass. Aber Ultimate fand ich schon echt stark damals. Oder Ghetto-Sterne von ihm, auch ein überragender Track. Katalea Edition Ra. Bevor es jetzt hier richtig losgeht, soll ich nochmal Pause drücken. Es kann auch sein, dass ich diesmal öfter Pause drücke, weil es dieses Video sonst gesperrt wird. Katalea Edition, ist das sein Label? Oder soll das eben, vielleicht sind das so Songs, die so als Boxinhalt in so eine Extra-CD kommen? Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch Bescheid weiß. Vor ein paar Jahren hab ich noch Gras getickt, hab die Schafe mit und ich drück ab bei Tageslicht. Sie sagen, Samra, Mashallah, wie begabt du bist. Du kennst mich, wenn ich falle, nehm ich alle mit. Walla, Samra, wie begabt du bist. Doch wenn ich falle, nehme ich alle mit. Ra. So ist nice, Alter. Auch diese Energie, die nur ein Samra in einem Song hat. So diesen Samra, den Style, den er hier macht, oder wie auf Rohdiamant 2, oder kennst du das, sind alles sehr starke Songs. Und selbst wenn die Songs nur rauskommen würden, wäre es schon für mich, für meinen Geschmack, besser als das letzte Album. Das letzte Album und die Musikrichtung, die er da eingeschlagen hat, war halt gar nicht mein Geschmack. Aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Das ist einfach nur der Samra, den ich haben will. Ich freue mich schon riesig aufs Album. Den ich ein, nur weil einer mich gekränkt hat. Aus Gold wird kein Kupfer, egal was ich verändere. Mama sieht den Sohn selten, deswegen hat Auch mein Herz. ganz coole Zeile. Egal wie lange man Gold hat, daraus wird nicht Kupfer so. So mein Erfolg könnt ihr mir nicht nehmen, so mäßig, ist auch eine nice Zeile und diese Energie, so. Du willst eigentlich direkt mit der Faust am liebsten in deinem PC-Bildschirm so schlagen, so voller Energie pumpt sich so seine Stimme. Wisst ihr, was ich meine? Gerade mit Kopfhörern. Mehr Katze als die Lamborghini Chromfelgen. Mein Konto stand weg bei Bitches Interesse. Kippe in der Fresse, heute bitte keine Presse. Mein allererstes Signing, Rollie, keine Ja, hier haben wir auch Breitling. das, die Bestätigung, hat er eigentlich schon bei Insta gesagt, aber jetzt auf dem Track auch. Arno ist das nächste Signing, finde ich geil. Ich habe ihn schon lange verfolgt jetzt. Auch schon bevor jetzt bei Samra ist, ist ja auch der erste Song, wo er jetzt mit drauf ist. Bin gespannt auf sein erstes Album. Bei Samra, ob sich seine Musikrichtung verändert. Ich hoffe, so in dem Ultimate-Style geht es weiter. Er hat ja auch viel so Songs, die in diese Mainstream-Richtung gehen, gemacht. Also so Spotify und so. Ist auch okay. Ja, ich bin gespannt. Der Samra-Part bis hierhin ist überragend, soll ich euch sagen. Wir laufen über Schnee, hinterlassen keine Spur. Dann kommt sein berühmter Kick nochmal in die Kamera. Ja, was soll ich sagen? Ist ein geiler Part. Ja, es kann sein, dass ich jetzt zu auf Pause drücke. Habe ich euch ja schon gesagt. Geht nicht anders. Ich habe es anders probiert, aber okay, wir gucken mal weiter. Jetzt kommen wir auch langsam zu der Hook. Augen über, die immer auf uns schauen. Wir sind tausendmal gefahren, denn unser Herz ist so rein. Augen über!
Ja, ist auch ganz nice gemacht, anonym, macht so ein bisschen musikalisch, sage ich jetzt mal. Augen überall so. Du weißt, man darf keinen vertrauen, so mäßig. Und wir haben zu gutes Herz, Alter, tausendmal gefallen, so mäßig ist die Hook. Anonym macht so oft chillig und dann kommt Samra nochmal mit Druck wieder rein. Auf Berlin lebt, haben Samra und Kapi diesen Style auch schon sehr oft gemacht. Kommt immer gut an, weil du halt erst dieses Leichte und dann kommt das mit dem Samra, dieses Wuchtige, kommt dann natürlich nochmal umso krasser. Ach, hab ich noch gar nicht erwähnt. Eine Sache noch, sorry, Leute. Ich finde es auch nice, dass er anonym gesigned hat. Weil die auch bei Alpa sozusagen zusammen ihre, ich weiß nicht, ihre ersten Songs gemacht haben. Auf jeden Fall hat Alpa so die das erste Mal so eine Bildfläche gegeben, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel auf diesen Kanye-Track, wo dann anonym Samra und Gent und noch einer, so eine Maske war da drauf. War aber nicht so mein Geschmack, deswegen weiß ich den Namen jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Und Alpagan natürlich. Und jetzt, so Samra vergisst seine alten Leute so nicht mäßig. Zumindest was anonym betrifft. Ja, und signed ihn jetzt bei sich. Digga, ist doch nice. Aber auch was Alpagan. Stell dir vor, das wäre so ein Label gewesen. Gent, anonym, Samra, jetzt bei ihm. War noch jemand vorher? Ja, jetzt ist natürlich noch Monkey da zum Beispiel oder Jigs. Mal gucken, was die noch in Zukunft machen, aber ich will jetzt nicht auf den Alpagan Sachen zu viel drüber reden, aber ich meine nur, wie krass ist das, dass die so zusammen angefangen haben. Es hat jeder so sein Ding gemacht so und jetzt so sind die auf ein Label so mäßig. Ist schon auch ein geiles Gefühl. Sie haben gedacht, dass sie leben und mich zu Boden reißt. Jogger weiß, Hannover City hat jetzt Todeshype. Ich will, dass Das keiner ist dieser. natürlich auch eine geile Zeile, sorry, dass ich so schnell Pause drücke. Fuck, so, er sagt hier halt, endlich hat Hannover den Hype, den sie verdienen. Er ist der Hannoveraner. Ja, er tut seine Stadt immer representen, was ja auch immer nice ist. Und ich weiß gar nicht, wie viele Rapper jetzt so aus Hannover kommen. Ich kenne jetzt aus dem Kopf heraus nur Anonyme, aber es gibt natürlich mehrere, ist schon klar. Aber jetzt so aus dem Kopf spontan, dass mir das so einfällt. Runde mir die Pfoten reicht, weil ich war euch an und nicht locker nice. Meine Ghetto-Sterne funkeln in der Ferne. Sollte ich gehen, hinterlasse ich ein paar Mio Erbe. Rasen nicht zum Märte, ich hasse diese Erde. Sollte ich gehen, hinterlasse ich ein paar Millionen Erbe. Das ist Ansage so. Jetzt hat er halt auch alle Augen sind auf ihn gerichtet, weil jeder, der sich für Deutschrap interessiert hat, sich weiß jetzt spätestens, wer Arno ist. Wer nicht weiß, wer Arno ist, früher unter dem Namen Anonym natürlich bekannt. Ja. Das klärt sich gleich auf zum Schluss des Videos. Wie gesagt, ich habe den Song ja schon gehört, deswegen weiß ja auch schon jeder. Ja, gucken wir weiter. Aber auch der Part von Anonym. Ich mag seine Art sehr, wie er rappt. 100 Pferde, jetzt 10 Euro ist keine Werte. Besoffen auf der Fahrspur, so wie Tupac Shakur. Meine Zeit ist reif, dreh die Sandtour. Es hilft dir keiner, wenn du unten bist. Katalea Unterschrift. Ich bin der Junge, der jetzt Mutter Ich fickt. bin der Junge, der jetzt Mutter fickt. Auch nochmal eine geile Line so zum Schluss. Ich denke, nach dem Samra-Album wird Anonym sich ans Album setzen oder das Album ist vielleicht schon fertig und danach wird es irgendwann losgehen. Aber ich denke mal, dieses Jahr erwartet uns auch noch ein Anonym-Album. Oder Anu heißt er ja jetzt. Album und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Samra-Album Rohdiamant 2. Die Box habe ich bestellt. Unboxing gibt es natürlich auch. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal den Schluss an. Ist das eigentlich ein bisschen komisch, Leute? Digga, dass ich mir jetzt so eine Samra-Reaction mache und da ein Bratte trinke, Digga. Aber ich liebe seinen Eistee, Alter. Gönnt euch auf jeden Fall Bratte, Alter, von Kapital. Ihr wisst Bescheid. Augen überall, die immer auf uns schauen. Wir sind tausendmal gefallen, denn unser Herz ist so rein. Ja, Hook finde ich auch geil. Ich fand das bei Capio und Samurai schon cool. Darfst es natürlich nur nicht so oft machen. Jetzt, wenn du es durch so ein Album ziehst und das immer wieder das gleiche System ist, dann wird es halt irgendwann langweilig. Weißt du, was ich meine? Aber sonst absolut geiler Track. Bis auf Goldjunge hieß das, glaube ich, diese Sido-Referenz da. Aber ich glaube, bis auf den Song fand ich die Songs von Samurai, glaube ich, alle gut. Rohdiamant 2 ist, glaube ich, mein Lieblingssong. Danach kommt der, Augen auf. Und danach kennst du das. Würde ich jetzt so sagen.
Weißt du, was ich auch mal komplett feiern würde? Sorry, dass ich jetzt nochmal Pause drücke. Wenn Samra so mit seiner aggressiven Art, aber so komplett durch, ne, so ohne jetzt irgendeine Hook zu machen, einfach so komplett durchbrettern, so ein 100-Bars-Tritt von Samra, Digga, mit der Energie, Digga. Das wäre doch pure Zerstörung. Ich bin natürlich auch ein riesen Bars-Fan, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber, ja, gucken wir uns mal den Schluss an. Ja, das ist halt der Grund jetzt hier. Anonym hat die Maske abgenommen, jetzt heißt der Arno. Ich hatte mich damals schon gewundert, der heißt ja jetzt schon länger so. Arno, ich glaube auch überall, so die alten Songs auch. Ja, damit war das Geheimnis so gelüftet. Wäre komisch, wenn er jetzt immer noch anonym heißen würde, wisst ihr, wie ich meine? Ja, Mann, ist cool gemacht, jetzt wo er die große Bühne hat. Jetzt gibt es natürlich kein Zurück mehr, weil falls er irgendwann berühmt wird und er wollte ja nicht überall erkannt werden, so mäßig. Aus diesem Grund tragen Leute ja vielleicht auch zum Teil Maske. Das geht halt jetzt nicht mehr. Aber sonst coole Aktion. Ich feiere, dass er ohne Maske rappt. Aber er könnte in seine Box so auf mäßig auch seine Maske reinpacken. So, ich brauche sie nicht mehr, aber euch gebe ich sie nochmal so als Boxinhalt. Wisst ihr, wie ich meine? Würden sich bestimmt ein paar Arno-Fans drüber freuen. Ja, das war's hier eigentlich. Ja, den Beat finde ich auch stark von Lukas Pisano und Cordy. Props gehen raus. Und ja, ist ein starker Song. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare über den Song, über meine Reaction, über Samra, über Anonym. Ihr wisst doch Bescheid. Und ja, abonniert meinen Kanal und ich bin raus, meine Freunde.